gar nicht. Das ist David Spitzer, schnellster über die lange Laufstrecke, doch dazu später mehr. Mittlerweile ist es eine Tradition, der Silvesterlauf von Barleben organisiert vom FSV. Und da sich alle Läufer und Geher in entsprechende Listen eingetragen haben, steht schon am Anfang ein neuer Rekord fest mit 166 Startern, fast doppelt so viele Teilnehmer wie im letzten Jahr. Schon das ist ein Zeichen für die Sportlichkeit in der Einheitsgemeinde. Also ein Sport frei, kommt gesund ins Ziel und gesundes neue Jahr. Dankeschön, Sport frei. Oh, jawohl, auf geht's, die lange Strecke, 9,3 Kilometer. Start für die lange Strecke, 9,3 Kilometer in diesem Jahr, gut einen Kilometer länger als in den Vorjahren. Und der Bürgermeister Frank Nase mit dem Fahrrad als Lumpensammler hinterher. Hier die Übersichtskarte. Das ist die lange Strecke, 9,3 Kilometer, durch den Ostfalenpark. Das ist die mittlere Strecke für Läufer und Nordic Walker, 4 Kilometer lang durch das Dorf. Und das die Mini-Strecke für die Kleinsten, immerhin auch 1,2 Kilometer lang. Das der Start für die mittlere Strecke. Also die Walker natürlich auch gleich mit dazu, ist ja logisch. Dann machen wir keinen Extra-Start. So. Gemütlich laufen und gehen. Und das ist der Start für die kurze Strecke. Alles da. Jungs, nicht überpesen. Wie gesagt, diejenigen, die hier sind, wer nachher noch etwas Stärkung möchte, sprich also eine kleine Wurst oder auch ein Glühwein oder ein Tee, ist hier herzlich willkommen. Alles kostenfrei natürlich. Und wer dann noch einen kleinen Euro für die Nachwuchsabteilung des FSV über hat, steht unsere Spendenbox bereit. Einfach nochmal, um das gute Gewissen zu beruhigen nach den Festtagen. Und es dauert gar nicht lang, da sind schon die Ersten für die kurze Strecke zurück. Sieger in diesem Jahr ist Phil Heckeroth. Er trainiert bei der U11 beim 1. FC Magdeburg. Also wir trainieren dreimal in der Woche eine und eine halbe Stunde. Und der Trainer legt Wert auf Dribbeln und Finden und so. Aha. Und natürlich auch Kondition, ne? Denn du bist ja sehr gut gelaufen. Ja, wir haben immer am Wochenende oder an beiden Wochenendtagen haben wir immer ein Turnier, wo Union, Bremen, Rostock dabei ist. Und da muss man halt schon mal ein bisschen laufen. Für die mittlere Strecke sind auch schon die Ersten da. Hier hat sich Jean-Paul Meyer vor seinen Mitläufern durchgesetzt. Du trainierst hier irgendwo Sport? Ja, bei Ballen. Hier beim FSV? Ja. Aha, in welcher Mannschaft spielst du da? In der D-Jugend. Wie lange machst du das schon? Also seit ein paar Wochen. Ich bin erst hierher gewechselt von Römerstedt nach Ballen. Ja. Gut, und du trainierst fleißig? Ja. Und hier noch einmal der Zieleinlauf von David Spitzer, der die 9,3 Kilometer in einer selbstgestoppten Zeit von 37 Minuten und 40 Sekunden absolviert hat. Ich spiele beim FSV Barleben, bin da eigentlich immer gut beim Training hinterher. Aber ich wollte mich dieses Jahr eigentlich noch gut vorbereiten auf den Lauf. Aber aufgrund von Rückenschmerzen, die ich mir auf Arbeit zugezogen habe, war es leider nicht möglich. Aber ich denke mal, ich kann zufrieden sein mit meiner Zeit. Und da kommen dann auch die ältesten Teilnehmerinnen am Silvesterlauf ins Ziel. Die Damen sind über 80 Jahre alt und auch sie bekommen ihre Teilnahmeurkunde am Silvesterlauf 2019. Und so hat der Start in das neue Jahr hier sehr sportlich begonnen.